Lieber Christian und liebe Ivana, ihr seid in dieser entscheidenden Stunde eures Lebens nicht allein. Ihr seid umgeben von Menschen, die euch gerne haben, von Menschen, die euch lieben. Und ihr könnt gewiss sein, dass auch Gott bei euch ist. Ich bitte euch nun zu bekunden, dass ihr bereit seid, miteinander eine christliche Ehe einzugehen. Christian, bist du hergekommen, um aus deiner innersten Überzeugung heraus mit Ivana den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du Ivana lieben und den Weg gemeinsam mit ihr gehen, alle Tage ihres Lebens? Ja. Ivana, bist du hergekommen, um aus deiner innersten Überzeugung heraus mit Christian den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du Christian lieben und den Weg gemeinsam mit ihm gehen, alle Tage seines Lebens? Ja. Ja. Wollt ihr Laura, Timo und vielleicht weitere Kinder im Geiste Jesu erziehen? Ja. Ja. Da also beide zu einer christlichen Ehe bereit seid, segne ich im Namen Gottes die Ringe, die einander überreichen werdet. Christian, ich frage dich vor Gottes Angesicht, nimmst du Ivana an als deine Frau und versprichst du ihr, die Treue zu halten in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben, zu achten und zu ehren alle Tage ihres Lebens? Ja. So nimm den Ring, das Zeichen eurer Liebe und Treue, und steck ihn an die Hand von Ivana. Gut, wie es mir. Schlecht. Oder was hast du noch? Gut festgebunden. Ja. Jetzt. Darf ich schon? Ivana, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du Christian als deinen Mann an und versprichst du ihm, die Treue zu halten in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit und ihn zu lieben, zu achten und zu ehren alle Tage seines Lebens? Ja. Nimm den Ring, das Zeichen eurer Liebe und Treue, und steck ihn Christian an. Reicht einander die rechte Hand. Im Namen Gottes bestätige ich den Ehebund, den ihr geschlossen habt. Euch nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen.